Ich möchte zuerst im Namen des Vorstandes unsere Gäste begrüßen. Frau Baumann, Kulturamt der Stadt Freiburg. Wir werden noch über Frau Baumann und über das Kulturamt noch zusätzlich sprechen, jetzt ein paar Minuten. Dann begrüßen wir auch den neuen Leiter des Stadtarchivs, Herr Jobs. Wir kannten sehr gut Herr Egger, der viele, viele Jahre, wie viele ganz genau weiß ich nicht, aber viele Jahre auch das Archiv leitete und mit dem wir eine gute Zusammenarbeit gehabt haben. Und jetzt hoffen wir auch auf genau so eine kreative, gute Zusammenarbeit mit dem Herrn Jobst. Er war auch im Stadtarchiv Leiter, im Stadtarchiv in Pforzheim? Stellvertretend. Okay, gut. Dann, wir kennen diesen Menschen nicht so gut, aber der Felix Röger hat gesagt, dass wir auch noch einen interessanten Menschen haben, der ehemalige Oberbürgermeister von Bad Kreuznach. Richtig? Herr Mohr, Meroth. Genau, ihn begrüßen wir auch ganz herzlich. So, Klaus Tischemacher, der wird auch, über Klaus Tischemacher erzählt später auch wollen, weil er auch interviewt wurde. Für dieses Buch begrüßen wir aus Emmendingen, begrüßen wir auch herzlich und den Vorstand, die Vorsitzende, jetzige Vorsitzende, wo der Klaus Tischemacher viele, viele Jahre Vorsitzende und Geschäftsführer war, der Emmendingen Gemeinde, Olga Marianowska und Marina Agranowska, begrüßen wir auch. Edelbrock, von der langjährige Vorsitzende, richtig, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Vorstand und natürlich den unser Ordenträger, den Felix Wolberger, der auch in der SIG seit vielen, vielen Jahren ist und im zweiten Teil kommt er besonders und seine Frau und seine Familie begrüßen wir. Und natürlich habe ich niemanden vergessen, doch den Herrn Brockmeier von der Bibliothek, Gertrud Hochner Bibliothek und seiner Frau. Und Frau Ströder, die auch viel gemacht hat und mit seinem Miteinander für die Vorbereitung dieser Veranstaltung. Jetzt habe ich dann alle genannt. Die Menschen, die dafür das Buch von Paolo Polian die Interviews gegeben haben, wird der Paolo Polian sie vorstellen ausführlich. Und alle Gäste, die heute bei uns zu uns den Weg gefunden haben. Und natürlich Gemeindemitglieder. So, jetzt geht es an unseren Paolo Polian. Und er wird dann die Regie in seine Hände teilnehmen und er wird über sein Buch erzählen, über die Schicksale, jüdische Schicksale und was er für dieses Buch gemacht hat und wenn er interviewt hat. So, genau, dann geht es auch um Entschuldigung. Ich habe Gertrud Trapp. Gertrud Trapp, unsere Freundin und Sie ist jetzt zuständig für christlich-jüdischen Dialog im Ordinariat, erzbischöflichen Ordinariat. Unsere Dr. Gertrud, ja, unsere gute Freundin. So, aber jetzt wirklich, ja, wir sind alle verwendet. So, und jetzt geht das Mikrofon an Paolo Polian. Ich habe ihn sehr schön. Er hat schon. И я буду говорить на двух языках, да, сначала я что-то по-русски, потом это буду сам же и на немецкий переводить. Ich habe vor, zwei Sprachen zu sein heute. Ich werde auf Russisch anfangen und dann sofort ins Deutsch zu übersetzen, übertragen. Сегодня, в общем-то, праздничный для меня день, потому что вот мы собрались на презентацию книги, над которой я работал, в общем-то, несколько лет, несмотря на то, что она такая не толстая, но тем не менее, сказать, вот она вышла, и сегодня мы имеем возможность о ней поговорить. Heute ist für mich ja ein Festtag, weil das Buch Jüdische Schicksale, die Freiburger Juden sind gemeint, Jüdische Schicksale, ist die Ende des 2016 erschienen ist und heute ist die Zeit gekommen, das zu präsentieren zu dürfen, zu können und das werden wir gemeinsam tun. И я хочу начать, даже может быть, нет, я еще потом, чуть-чуть я еще, сказать, порассуждаю про этот жанр, а потом я
предамся благодарностям, потому что тут благодарить надо очень много кого. Ich würde zuerst über diese Genre oder dieses Buch dieses Buches zu unterhalten und nur dann komme ich vielleicht zu meine Dankeschön äußern, weil dieses Buch ist ohne Unterstützung von sehr vielen Seiten unmöglich gewesen wurde. Иногда начинаешь какой-то проект и не знаешь, куда он тебя заведет, во что он в конечном счете выльется. И этот проект, этот книжный проект, он, собственно, вот такой, таким проектом и является. Manchmal fängst du an, gehst du an in irgendwelche Richtung, um ein Projekt zu machen, und du hast keine Ahnung, du weißt nicht, in welche endgültige Form das beendet wird, und das, dieses Buch ist genauso dieses Fall, das ist das wurde ein bisschen anders am Anfang konzipiert. Мы даже вот упомянутым уже упоминавшимся сегодня господином Эккертом и с Ириной Кац обсуждали более масштабный проект, проект, посвященный послевоенной истории фрайбургской еврейской общины, включая, конечно, и те 25 лет, которые пришлись на то время, когда вот волна из бывшего Советского Союза достигла еврейской, ну как бы еврейской эмиграции, волна еврейской эмиграции достигла, ну не нельзя сказать, что она накрыла Германию, но достигла Германии, в том числе Фрайбург. Zuerst haben wir mit Herr Eckert, der heute schon erwähnt wurde, und mit Frau Katz ein bisschen größeres und breiteres Projekt geplant. Und zwar die ganze Nachkriegsgeschichte der jüdischen Gemeinde Freiburg, inklusive auch dieser schwierigen Jahre unmittelbar nach dem Krieg und selbstverständlich inklusive auch die dieser Vierteljahrhundert, der ist schon in der jüdischen Gemeinde alles nur zusammen mit der Welle der jüdischen Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion läuft. Das haben wir zuerst vor. И очень много было уже подобрано материалов. Я ездил в архивы Гейдельберга и много работал здесь, во Фрайбургском архиве. Этот проект, несомненно, когда-то это реализуется, но в каком-то, надеюсь, не очень далеком будущем. Es wurde schon viel gesammelt, schon viel archiviert, es gibt ein sehr wichtiger Archiv über die deutschen Juden in Heidelberg. Dort habe ich viel gearbeitet, auch in unserem in Stadtarchiv und auch sogar in Archiv der Gemeinde. Und ich habe auch viel bei verschiedenen Leuten nachgefragt und auch das archiviert. Also es wurde viel gesammelt. Darunter auch übrigens auch die sehr alten Kollegen, die schon in den 70er oder 80er Jahren tätig waren. Und ich hoffe, dass auch dieser Format des Projektes, zur Geschichte der Freiburger Gemeinde irgendwann verwirklicht wird. Aber das, was wir heute präsentieren und besprechen, ist etwas bescheidener. А именно, это книга, которая вот у меня сейчас в руках. Ее можно сейчас найти в электронном виде на сайте нашей общины. Те наши вот персонажи, которые в этой книге, о которых в этой книге написано, это 12 очерков, примерно, значит, ну, о 13 людях. Все они так или иначе, те из них, кто живы, мои родители умерли, все они, значит, получат по экземпляру этой книги. Это тоже можно распечатать, такой, получить такую как бы книгу, если кому-то захочется сверх того экземпляр. И это тоже описано на сайте нашей общины, как это можно сделать через соответствующий специальный сайт Lulu. Вот. Alle
nicht teilnehmen, alle Personage des Buches werden bald die persönlichen Exemplare des Buches bekommen. Für diejenigen, die auch diese Printversion, diese Druckversion des Buches ein gewisses Interesse hat, die können das, auch, es ist schon alles beschrieben in der Website von unserer Gemeinde. Dort könnte man das als Datei herunterladen, das geht auch, das ist elektronische Version. Und dort gibt es auch Beschreibung davon, wie man, wenn man das unbedingt in diese Format Print on Demand, Druck auf Auftrag sozusagen bekommen möchte, das geht auch, das kann man diese Beschreibung dort lesen. Но даже этот проект, как бы более скромная версия того проекта, который мы обсуждали вот, в свое время, тоже имеет своего нескромного предшественника или нескромных предшественников. Я хочу показать вам две книги. Вот эта книга нас с Ириной Касс в свое время очень воодушевила. Это книга «Lebenswege und Jahrhundertgeschichte. Жизненные пути истории века». Erinnerung jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion in Nordrhein-Westfalen. Воспоминания еврейских эмигрантов из бывшего Советского Союза, проживающих в земле Северной Рейн-Вестфалии. Это делал коллектив историков, которых я хорошо знаю. Я работал вместе с ними над одним из проектов в Кёльне, НСДОК, такое музейно-исследовательское заведение есть. И вот эта книга, значит, она очень воодушевила нас в свое время с Ириной Кац, вот тем, как она сделала. Я думаю, что... Интересно, пустить по залу это, да? Да. Сейчас. Только, пожалуйста, верните. Да. Нет, можно зачитаться. Also, sogar für diese bescheidene Format von diesem Projekt gibt es auch gewisse Vorgänge. Und einer von diesen Vorgängen ist gerade dieses Buches, ist gerade dieses Buch, was in Köln herausgegeben wurde. Und mit, Sie sehen selber, wie kräftig ist dieses Buch ist. Dieses Buch ist und mit Unterstützung von Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen und von jüdische Organisationen dieses Landes, oder vielleicht der Stadt Köln, ich habe das nicht so genau in Erinnerung, das wurde unterstützt, das wurde vorbereitet von meinen ehemaligen Kollegen von dem Dokumentationszentrum der Stadt Köln. Und das hat uns sozusagen erregt. Ja? Wir wollten gerne Ähnliches nicht vielleicht für Baden-Württemberg, sondern mindestens für Südbaden oder für Stadt Freiburg machen. Das haben wir versucht. Aber das hat nicht ganz geklappt, weil so eine große Finanzierung und Unterstützung zum Beispiel mit unserem Landeszentrale für politische Bildung war nicht ganz möglich. Sie hat ein bisschen andere Profil. Получить такую же поддержку на таком же серьезном финансовом уровне, как это получилось вот, в случае этой книги, не получилось, потому что наша земельная организация политического образования имеет немножко другой профиль и другие тоже, так сказать, свои возможности. И в результате мы пришли к, разбирая как бы это, проблему к тому формату, к которому мы пришли. Ну и тут тоже был свой некоторый предшественник. Вот 15-летию еврейской эмиграции Советского Союза в Берлине в 2007 году, то есть 10 лет тому назад, вышла книга «Wir in Deutschland. 15 Jahre russisch jüdische Zuwanderung». Мы в Германии 15 лет российско-еврейской эмиграции в Германию. И в этой книге есть довольно-таки много моих очерков, посвященных разным представителям нашей эмиграции, в том числе фрайбургским, ну, например, Кацельнику, да? О нем есть очерк. Aber auch für diesen Format gab es auch gewisse Vorgänge. Ich meine, dieses Buch
was ich schon erwähnt habe, wir in Deutschland 15 Jahre russisch-jüdische Zuwanderung, das wurde von dem Kongress der russischsprachigen Juden, Weltkongress von russischsprachigen Juden in Berlin 2007 herausgegeben und ich habe hier mit mehrere Essays mitgewirkt, darunter auch einige über die Freiburger Juden, zum Beispiel Herr Katzelnik. Я тогда тоже это пущу. Допустим, в другую сторону я тогда пущу. Вот. Об этой книге. Сначала я хочу начать с благодарности всем тем, без чьей помощи я не мог бы эту книгу приготовить и издать. Спонсорами этого проекта выступили культурамт города Фрайбурга, насколько я понимаю, архив как часть, в общем-то, как бы вот городской администрации тоже принял в этом участие. Дальше вот западно-германское отделение организации Joint внесло свой вклад в это. Ну и, конечно же, наша еврейская община города Фрайбурга. Здесь была помощь разносторонняя и постоянная. И все это без такой поддержки не было бы возможно. Zuerst paar Wörter über diejenigen, die über die Institutionen und über die dieses Projekt unterstützt haben. In erster Linie möchte ich erwähnen Kulturamt der Stadt Freiburg, der Hauptträger der Investitionen in diesen Projekt war. Soweit ich verstehe, zusammen mit Archiv, ja, denke ich. Dazu auch dazu auch die süddeutsche Filiale der berühmten Organisation Joint, die von hier, Fuhrmann. Leonian Fuhrmann geführt wurde. Und selbstverständlich auch unsere jüdische Gemeinde Freiburg, die dieses Projekt auf alle möglichen Weise unterstützt hatte. Und hier muss ich auch einige Leute persönlich erwähnen, in erster Linie Irina Katz, dann Michael Kimmerling, mit ihm zusammen wir viel, ja, diese Hauptarbeit gemacht haben, Videointerviews mit meisten Teilnehmern dieses Buches zu machen, was mir eine große Hilfe wäre, wenn ich alles vorbereitet habe. Das war sehr eindrucksvolle Unterstützung von Michael Kimmerling. Ну и, конечно, und dazu auch Елена Миллер und Маша. Es gab viele technische Probleme, die mit ihrer Hilfe gelöst worden waren. In manchen Aspekten haben mir auch Леонид Комиссаренко und auch meine Familienmitglieder unterstützt haben. Я, перечислив организации, которые всему этому помогали, я вот сейчас как бы напомнил также и о лицах, которые за этими организациями стоят, которые сопровождали своей помощью весь этот проект. Без их помощи было бы невозможно. Это, если говорить о нашей общине, то это Ирина Кац и Михаил Кимерлин, который при этом еще исполнял роль оператора во время видеоинтервью, которые мы брали у многих вот персонажей этой книги, и с этими уже видеоинтервью или же с аудио их версиями я потом работал, и потом мы уже как-то это долго утрясали друг с другом. Ну, в смысле, потом уже как бы я с этим работал, и дальше уже другие шли, сказать, какие-то технические вещи, с которых тоже вот Елена Миллер и наша Маша, значит, вот тоже помогали. Ну, и Елена Комиссаренко, и члены моей семьи тоже целый ряд таких
услуг на пользу этой книги оказали ей. Я, кстати, пожалуй, что маленькая, так сказать, тоже, вот я последние несколько месяцев, у меня вышло еще две книги, я их сейчас тоже пущу, просто они могут быть вам интересны. Они не имеют отношения к этому проекту, но они имеют отношение ко мне. Думаю, что, коль скоро мы собрались, и нас здесь немало, пусть вы будете знать. Они есть в библиотеке, они сейчас находятся, видимо, их каждый день понемножку читает Ирина Кац. Вот. Одна книга, это автор Инна Герасимова. Кстати, она сейчас тоже живет в Германии, и, может быть, есть смысл ее пригласить. «Марш жизни. Как спасали долгиновских евреев». Это уникальная история о том, как через линию фронта однажды, это был единственный случай за всю войну, провели 208 долгиновских евреев и спасли их тем самым из партизанских краев в Западной Белоруссии. Я ее пущу. Сейчас, может быть, кому-то будет это интересно. Ich nutze auch die Möglichkeit, noch auf Ihre Aufmerksamkeit auf zwei andere meiner Veröffentlichungen der letzten Monate zu wenden. Ein Buch ist, das ist nicht mein Buch, dort ist nur mein Vorwort. Das ist ein Buch von Inna Gerasimova, eine weißrussische Historikerin und Archivarin, die Gründerin von des Judaica Museum in Minsk. Sie ist übrigens zurzeit in Deutschland. Es ist möglich, diese sehr nette Frau einzuladen, um Vorstellung dieses Buches ein. Es geht dort um eine absolut unikale Geschichte über die Rettung der 208 Juden aus dem Städtle Dolginowo in Westukraine. Es wurde zum ersten Mal, zum einzigen Mal, es gab keine andere ähnliche Beispiele, dass die weißrussischen Partisanen haben diese Kolonne mit diesen 200 Juden durch mehr als 1000 Kilometer im Laufe von einem Monat und einem halb durch die ganze von Deutschen, von Wehrmacht besetzten Weißrussland über die Frontlinie, über geschmuggelt, ja, und dadurch gerettet. Das ist nur einzige Aktion. Deswegen heißt dieses Buch nicht Todesmarsch, sondern Lebensmarsch. Es lohnt sich, diese Frau vielleicht mit einzuladen. Und das zweite Buch, was ich jetzt in andere Seite geschickt habe, ist ein Buch, die auf Deutsch, ich würde das so übersetzen, Historiozid, ja, also alle kennen das ukrainische Wort Голодомор, das ist auf Russisch Historiomor. Ich habe das beziehungsweise Trepanation des Gedächtnisses. Das ist über die geschichtliche Politik, die Politik der Erinnerung, Erinnerungspolitik in Russland, meistens in Russland, aber nicht nur, es geht auch über Deutschland. Und es geht nicht nur über die negative Fälle von solcher Politik, es gibt genug davon, aber es geht auch über diejenigen, die im Gegenteil, die ich als Ritter, die als Ritter der Erinnerung, der Gedächtniskultur nenne, die sehr viel gemacht haben oder getan haben im Interesse der Wahrheit wahrnehmen, im Interesse der geschichtlichen Erforschung. Unter anderem gibt es dort ein kleines Essay über die Museum des Zweiten Weltkrieges in Danzig, der jetzt leider ein problematischer Fall geworden ist. In diesem neuen Polen ist es jetzt ein Schlachtfall zwischen der rechten Regierung und die und die Team, die dieses Museum gemacht hatte, ich gehörte auch zu diesem Team. Ich bin im Historikerrat dieses Museums und ich bin gestern aus Danzig zurückgekommen und gerade gestern wurde diese bedauerliche Entscheidung von der
Verwalt von der Supreme Court von Polen genommen, der sehr viele Schwierigkeiten zum diesem noch nicht eröffneten Museum bringt. Das ist weg mit Anziehkeiten. Я сказал о другой книге, которая называется «Стереомор или трепанация памяти», где много говорится и приводится разных примеров, как отрицательных, так и положительных, как агенты беспамятства, так и рыцари памяти, о тех случаях, о тех людях, которые сделали что-то хорошее или что-то плохое вот в этом контексте, в контексте сохранения исторической памяти, в контексте, так сказать, служения ей. А вчера я вернулся из Гданьска, где было последнее заседание исторического совета и совета историков музея Второй мировой войны, который там уже почти готов к открытию, и, собственно, неформальное открытие произошло. Но, тем не менее, вчера как раз Верховный суд Польши принял отрицательное решение по нему. Может быть, кого-то интересует эта история, сейчас в газетах, наверное, будет об этом немало писаться. Вот, об этом музее есть также в этой книжке какая-то. Это я только просто, чтобы уж мы собрались. Теперь об этой книге. Я очень рад тому, что вот наши общие старания, так сказать, вот привели к такой как бы коллекции эмпирического материала, на базе которой я мог написать свои тексты о людях, которые имеют отношение к Фрайбургу и к фрайбургской еврейской общине, то или другое. Здесь 12 эссе о 13 людях. Одно эссе посвящено сразу двоим, это моим покойным родителям, а остальные о каждом человеке по отдельности. Hier in diesem Buch gibt es 12 Essays über 13 Personen. Ein Essay ist gewidmet sozusagen der Doppel, ein Paar, das sind meine schon gestorbenen Eltern. Die älteste in dieser Mannschaft sozusagen ist Frau Anna Resnik. Anfang Februar wird sie 100. Wir haben sogar versucht, irgendwie eine Skype-Brücke zu organisieren. Das hat leider wegen ihrer gesundlichen Zustand nicht geklappt. Aber ich habe gedacht, dass es wäre nicht schlecht, dass wir mit einer kleinen dreiminütigen Episode von wann sie etwas über ihre Schicksal erzählt und erinnert sie an sie, sie ist jetzt nicht in Freiburg, sie wohnt jetzt mit ihren Verwandten in München. Как бы самые преклонные года, если в этой нашей как бы вот команде персонажей, команде героев этой книги, это, конечно, у Анны Григорьевны Резник, она переехала из Фрайбурга в Мюнхен, и стучу по дереву, значит, вот ей в начале февраля исполнится 100 лет. Организовать такой вот видеомост не совсем получилось, но у нас есть небольшой сюжет, небольшой как бы трехминутный сюжет, где она рассказывает о своей судьбе, и мы сейчас его посмотрим. Achtundneunzig Minuten, das ist ein Remake von название этого фильма, этот фильм сделан в семье Юрием Метцлером, и название этого фильма, он снят год назад, обыгрывает, помните, 8,5, да, Скотти Феллини? Это 98,5. Ich nehme an, dass alle an den Film von Феллини 8,5 erinnern können. Hier ist es der Fall 98,5. Das wurde vor einem Jahr ganz klar. В течение 12 часов с 10 утра 10:00 я проводила
на углу. Я успела через два дома зайти домой и начала ремонтировать. То есть били со всех сторон. Со всех сторон горел Минск. Мы стояли далеко, вот сейчас у нас со всех сторон город горел. Как нам удалось пройти на эту татарскую улицу? Рядом была Замковая и Татарская. Это были... У нас был, наш дом был второй отсекулат. Мы по Татарской улице, татарским огородом прошли. Это так называлось это место. Вот там мы ночь просидели, темно было. На утро мы проснулись в этом лесу, двигаться было нельзя. То есть солдаты шли вот так, один к другому. Руку просунуть между ними было невозможно. Толпа, на горизонте, горизонта не было видно, столько шло, столько отступало. Ну, может быть, достаточно. Это только для представления и для тех, кто лично с Анной Григорьевной был знаком, ну, как бы напомнить ее, как бы вот, то, как она выглядит, как она говорит, я сейчас коротко скажу это по-немецки для тех, кто само содержание этого. Hier in diesem Abschnitt, in diesem Episode, erzählt Frau Resnik über die eine der spannendsten Momente ihres Lebens war, es gab eine riesige Bombardierung von Minsk, sie ist von Minsk, von Hauptstadt von Weißrussland, und wie es fast unmöglich wurde, ja, eine kleine Entfernung zu begehen und zurückzulegen. Sie erzählt darüber und ja, es Ihre Verwandten haben zu diesem Jubiläum so einen Film vorbereitet, das dauert ziemlich lange, das ist nur diese kleine Episode. Unter diesen 12, die Schicksale, die in diesem 12 Essays, die in diesem Buch zusammengefasst sind, gibt es folgende Verteilung. 10 sind über die Einwanderer, über die jüdischen Einwanderer. Und 12 über andere Fälle. Diese anderen Fälle ist Fall von Eli Kligler, ein zuerst rumänischer, dann israelischer Jude, der nach Freiburg auf diese Weise gekommen ist und der natürlich in seinem Leben nicht wenig mit sowjetischen Juden zu tun hatte oder viel getroffen hatte. Aber selber hat ein bisschen andere Wurzeln. Среди 12 очерков, которые составили эту книгу, 10 посвящены тем, кто прибыли сюда из бывшего Советского Союза, а 2 другим случаям. Один из них – это Эли Клигер, чья судьба была связана, так сказать, вот, с румынским еврейством и с израильским, как бы частью его жизни, который попал, я не вдаю сейчас в подробности, во Фрайбург вот все-таки не через Советский Союз. Хотя, конечно, уже по жизни он встречался, так сказать, и до еще эмиграции со многими такими людьми. А другой человек, который не является как бы представителем вот этой вот волны постсоветских еврейских эмигрантов в Германию, другой такой человек – это Клаус Тешемахер. Но зато этот человек как раз ровно тот человек, который встречал здесь тех, кто первыми сюда приехали. В 90-м году, в 91-м году, когда еще статус не был определен, Клаус Тишемахер был председателем нашей общины. Именно в эти потрясающие годы, и трудные, и волнующие. Вот. И вот именно он как раз и встречал тех, кто составляет, как бы сказать, вот эту волну еврейской эмиграции, в том числе самых первых. Их фамилия была Херсонские. Вот. И это было, если мне память не изменяет, в конце 1990 года. Здесь все достаточно подробно сказано. Ну, der zweite jüdische Schicksal,
где in this essays dash that is. А можно водички немножко? Ist der Schicksal von Klaus Teschemacher. Das ist sehr interessantes Schicksal insgesamt, aber er war gerade derjenige, der diese postsowjetische Juden in Freiburg aufgenommen hatte, der sie begrüßt hatte, der sie geholfen hatte. Er war gerade in diesen Jahren, wann das alles angefangen hat, er war gerade der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Freiburg und er hat diese Last und diese Glück, das alles durchzukämpfen und mit alles anzufangen, das war alles neu. Aber ich denke schon, dass es wäre vielleicht am besten, wenn wir ihm selbst bitten würden, ein paar Wörter dazu zu sagen, was er gerne will. Ich weiß nicht, ob dazu, womit ich begonnen habe. Also, was er hier ist es, diese Gemeinde, die mit ihrer Hilfe angefangen wurde, ist teilweise dabei. Vielleicht haben Sie ein paar Wörter an die Leute zu sagen. Herr Teschemacher. Микрофон дайте, пожалуйста. Спасибо большое, господин. Ich bin hier am 6. Dezember 1990 zum Vorstand gewählt worden und mehr den Mund halten. Und ich werde es nicht vergessen, als am 13. Dezember, also noch nicht einmal eine Woche danach, stand plötzlich eine Familie vor der Synagogentür und sagte in sehr gebrochenem Deutsch, Sie wollen in Freiburg bleiben, Sie gehen nicht zurück nach Russland. Ich habe dann erfahren, dass Sie bei einer Familie in Wasser, bei Emding, gelebt haben, 14 Tage zu Besuch waren, in Form eines Austausches, Schüleraustausch. Und jetzt hier mit Koffern und zwei Kindern da standen und sagten, Nitschenko, wir gehen nicht zurück. Und das war für mich und für die anderen Vorstandsmitglieder ein völlig neues Feld eigentlich, weil danach gab es permanent jeden Tag kamen neue Leute. Wir haben so viele Leute hier gehabt, wir haben glaube ich zum Schluss bis 1995, also in 5 Jahren, haben wir hier fast 900 Mitglieder gehabt. Und es war sehr schwierig für uns. Ich bin mit den Leuten auf die Ämter gegangen, zum Sozialamt, zum Herrn, wie hieß er denn? Bitte? Nicht mehr Dr. Mehl. Nee, hier aufs Sozialamt. Und wir haben das dort alles geregelt. Und das Geld, da musste Geld kommen. Und da musste alles so viele Sachen gemacht werden. Das war ganz fantastisch. Aber mein Enthusiasmus hat seinen ersten komisches Gefühl gekriegt, als ich mit einer Familie, die sehr spät kam, am Abend runtergegangen bin zum Hertie, das war hier nebendran, wo jetzt, ich glaube, Karstadt ist das, und die hatten nichts zu essen dabei. Und da bin ich mit ihnen runtergegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Und zu meinem großen Entsetzen standen sie an der Theke und kauften Schweinefleisch. Und das war ich nun absolut nicht gewohnt. Das war mein Einstieg in den Homo Sovieticus Judaiensis, wie wir das später gesagt haben, den sowjetischen Juden. Ja, Sie wissen nicht, klar, das war, für uns war das völlig unvorstellbar. Ja? Ich weiß nicht, sicherlich hat der ein oder andere Jude, Alteingesessene hier in Freiburg, auch Schweinefleisch gegessen. Das weiß ich natürlich nicht, weil wir ja nicht in den Kühlschränken der Leute gucken. Aber das war so offensichtlich. Und die Familie war auch ganz erstaunt über meinen entsetzten Blick. Aber es hat sich dann in der Zwischenzeit gegeben und ich habe mich daran gewöhnt, dass ich dort nicht gegessen habe, wenn ich eingeladen wurde, oder ich habe mir versichern lassen müssen, bitte kein Schweinefleisch oder
ähnlich ist. Ja, wir hatten also große Probleme. Die meisten Leute waren in Wohnheimen untergebracht. Das war in Freiburg, in Weil am Rhein, in Rheinfelden, in Rheinweiler, in St. Georgen im Schwarzwald und in Bad Krozingen. Und ich bin manchmal, das heißt mindestens einmal im Monat, mit der Frau Linzi aus Bad Krozingen, die dort Sozialarbeiterin war, die einmal abgefahren und habe die Leute begrüßt, die neu gekommen sind. Oder wir haben gefragt, wo wir helfen können, was wir machen können. Es ist alles ganz gut gegangen. Hier für Freiburg war das große, es gab eine lange Liste von Wohnungssuchenden in Freiburg, aber als dann die französischen Soldaten in Freiburg nach Hause geschickt wurden und eine ganze Reihe von Wohnungen frei wurden, haben wir glücklicherweise diese Wohnung für unsere Leute gekriegt. Wir haben zum Beispiel in einer 6-Zimmer-Wohnung, die ein Offizier bewohnt hatte, haben wir eine große Familie untergebracht. Das waren Vater, Mutter, Schwiegersohn, Tochter und ihren Kinder. Wir haben also in einer 6-Zimmer-Wohnung gewohnt. Es ging einfach nicht anders. Es war ein großes Problem, überhaupt Wohnungen zu kriegen. Wir haben das später, als ich dann in Emdingen die Gemeinde gegründet habe mit meiner Frau zusammen, da haben wir das auch erfahren, warum es so schwierig war. Es war schwierig, wenn jemand von unseren russischsprachigen Leuten ans Telefon ging und eine Wohnung suchte und dann in gebrochenem Deutsch was von Quartier sagte. Das verstand kein Mensch und keiner war bereit, dann auch eine Wohnung zu geben. Uns in Emdingen ist das natürlich anders gelungen, weil wir hatten schon die Erfahrung, wie es am besten geht. Ja, es war sehr lustig. Einmal gab es hier einen kleinen Aufstand unserer alten Mitglieder, die von sich behaupteten, sie seien alles deutsche Juden. Es waren aber auch Leute aus Polen und aus Rumänien und überall dabei, die lang Eingesessenen hier. Die saßen hier an der Ecke und meckerten dann rum, die Juden, die können keine Hebräisch, die können nicht keine Tora, die können keine Talmud, die können gar nichts. Sind das überhaupt Juden und so? Felix, du erinnerst dich noch, ne? Okay. Ja, und das, dann habe ich irgendwann hab ich dann zu den Leuten bin ich hingegangen und habe gesagt, sag mal, wo habt ihr den Krieg überlebt? Sagt er, ja, in Uruguay. Ich sagte, als sie nach Uruguay kamen, konnten sie da Spanisch? Nein, das musste man auch erst lernen. Und so war das ja auch, man musste erst mal Deutsch lernen. Das war ganz klar, ganz wichtig. Aber uns hat es viel Spaß gemacht. Wir haben viele lustige und gute Erlebnisse gehabt mit den Leuten. Ja, schade, dass es dann so 1995 dann mit Gründung im Gemeinde in meiner Heimat, in meinem Heimatort, dann hier in Freiburg aufhörte. Sorry. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Bitte schön. Und unter anderen 10 Essays gibt es Schicksale von solche relativ, naja, also ich kann Folgendes sagen, dazu komme ich später vielleicht. Also nicht alle Personagen meiner 12 Essays sind da. Manche sind plötzlich haben sich etwas schlechter gefühlt, wie zum Beispiel Nelly Posner, wie Sophie Моисеевна Пятова, wie Аркадий Вайнберг, der eigentlich uns mir versprochen hat, dass er heute ein bisschen singen wird. Das wird nicht klappen. Eli Klingler ist in Israel zurzeit. Филипп Пятов есть sowieso in Berlin, er ist hier geboren, ist er hier selten und bestimmt nicht auf diesem Tag auch nicht. Я начал говорить о том, что из тех героев очерков, которые собраны в этой книге, не все присутствуют сегодня здесь.
И некоторые заболели, как, например, приболели, точнее, как Аркадий Вайнберг, который обещал мне, что он споет одну или две песни, но это не получится, как Нелли Познер, как Софья Пятова, Эли Клигер в Израиле. В общем, как бы здесь у нас половина персонажей, наверное, только присутствует, наших героев этих очерков. И я хочу их перечислить, и всех остальных. Это Лев Давыдович Пескин, это Игорь Яковлевич Этлис, это Мирон Абрамович Волбродский, это Эдуард Зинович Бердичевский, и, ну вот, Филиппа Пятого здесь тоже нет, он в Берлине. Вот, и хочу спросить, вот из тех, кого я сейчас назвал, и кто сейчас у нас в зале, есть ли у кого-то желание несколько слов тоже сказать собравшейся аудитории? В этой связи вы еще книгу не видели, поэтому просить вас сказать что-то специальное о книге, плохой или хорошей возможности нет. А вот все-таки вот в контексте нашего собрания, очень коротко, потому что у нас еще большая программа, связанная с Феликсом. Есть ли кто-то вот из тех, кого я перечислил? Может быть... Ну, в общем, вот как у вас есть так, настроение есть? Нет? Нет? А у вас? Ну, ничего. Вот. Ich habe die Namen genannt von denjenigen, die hier im Saal schon vorhanden sind, die hier mit uns sind, und die gleichzeitig natürlich durch meine Essays in diesem Buch dargestellt, da sind die Эдуард Бердичевский, Мирон Львов-Бродский, Эмиль Этлис и Лев Пескин. Ich habe gefragt, ob vielleicht Sie Lust haben, auch ein paar Worte zu unserer Versammlung zu sagen, auszudrücken. Ну ja, diese Lust hatten Sie im Moment nicht. Und ich nehme an, dass Sie gespannt sind und warten auf den Moment, wann sie diese Bücher bekommen können. Ihre, ne? Wir haben diese. Ja? Das wird Irina noch machen. Aber über einen Aspekt, und das ist der letzte Aspekt dieses Buches, über den ich gerne kurz sprechen möchte. Об одном еще аспекте этой книги я хотел бы сказать. Я теперь немножечко жалею об одной своей ошибке стратегической. Ich bedauere ein bisschen über eine meiner strategischen Fehler vielleicht. Und das ist folgender Fehler. Unter diesen 12 Essays, 11 sind die relativ alten Leuten gewidmet. Nur eine ist zu anderen Generationen. Es gibt fast eigentlich nichts über die Söhne von den Leuten, die, von den Kollegen, von den Mitgliedern, die hier dargestellt sind. Und es gibt nur ein Essay, und das habe ich im letzten Moment sozusagen geändert, über einem Onkelkind von den Leuten. Und das ist genau Onkelkind von Sophie Piatowa, Philipp Piatow. Das wäre vielleicht etwas besser, wenn ich auch diese zweite Generation in Betracht nehmen würde und vielleicht auch einen Platz für etwas mehr Vertreter von zweiter und dritter Generation finden würde, weil dann würde es uns zeigen, etwas, was aus den einzelnen Essays nicht ganz sichtbar ist, obwohl ich habe überall versucht, die Vorgeschichte über die Großeltern von den Personagen und auch von der, ihrer Familienentwicklung. Darüber habe ich immer gefragt, aber das geht relativ kurz und die ähnliche, die detaillierte Essays über diese zweite und dritte Generation es fehlen, also das ist die einzige Ausnahme ist Филипп Пятов. Я сказал, что я вот как бы себя не одобряю за то, что я не придал значения следующим аспектам. Мне казалось, что пожилые люди, их нужно, во-первых, как можно быстрее расспросить
чтобы они спокойно рассказали о том, что, как их судьбы протекали. Вот, и что это самое интересное, что это самое важное, так сказать, и это так и есть, значит, их опыт, их переживания, связанные, так сказать, с войной, с довоенным, с послевоенным прошлым, с их как бы советским прошлым, если можно так сказать. Вот это было бы, мне казалось поначалу, что это самое главное, так оно и есть. Но еще правильнее было бы, если бы я взял и добавил, включил вот в эту... вот в эту композицию подробные рассказы о судьбах их сыновей, о судьбах их сыновей и дочерей, о судьбах их внуков и внучек. И единственное, так сказать, исключение вот из этого, это как раз рассказ о Филиппе Пятове, это как раз буквальный внук Софьи Моисеевны Пятовой. Это в последнюю минуту я это сделал, и это было как бы шаг в правильном направлении, но может быть вот это вот мое упущение. Мне кажется, что такого рода, вот, ну, в книге, к сожалению, отсутствующие эссе, показали бы то, что мы с вами и так, кажется, неплохо знаем. Как бы, ну вот, некая динамика степени интегрированности поколений, да? Как трудно пожилым людям, не знавшим языка до эмиграции, как трудно им овладеть языком, как трудно им овладеть... чем-то, ну, в общем, какой-то новой профессии, может быть, да, и насколько по-иному это все смотрится в поколениях детей, в поколениях внуков, и эти проблемы перестают быть непреодолимыми, а даже становятся иногда просто элементарными, те, кто уже здесь пошли в школу, и мы видим, могли бы посмотреть, как бы вот, как развернулись наши вот дети тех вот пожилых людей, судьбам которых эта книга посвящена. И вот очерк о Филиппе Пятове, он единственный в этой книге представитель не старшего поколения, и его интересная тоже судьба, да, сказать, вот он занялся неким самостоятельным предпринимательством, ведет активную журналистскую какую-то работу, выпускает книги. Неважно, мы сейчас не обсуждаем эти книги, они могут глубокие они или не глубокие, но важно, что он самостоятельный как бы участник вот такой вот культурной, социальной жизни той страны, в которую его привезли. Собственно, ему были, ну, он в 91-м году, ему было, по-моему, если память не изменяет, всего несколько недель. Ну, в общем, он очень в молодом возрасте здесь оказался, так сказать, совсем совершенно нежным, да, так сказать, его грудничком. Вот эту, вот возможность это проследить, это может быть упущено. Ну, кто знает, может быть, еще мы вернемся к этому. Или же в рамках того большого проекта, о котором я говорил, удастся проследить и эти сюжеты. Ich habe nochmal betont, dass ich betrachte das jetzt betrachte ich das als gewisse Fehler, dass ich die Schicksale von der Vertreter von zweiter, dritter Generation von der postsowjetischen Emigranten, Einwanderer, jüdische Einwanderer, nicht bearbeitet, ja, nicht in Betracht genommen hatte. Das ist schade, die einzelne Ausnahme ist Philipp Pjatow, der Onkelkind von Sophie Moisejewna Pjatowa, der jetzt probiert sich ja, als selbstständiger Unternehmer mit gewissen Startups, hochkarätigen Startups, und der schreibt Essays für die solche Zeitungen wie die Welt, der veröffentlicht seine eigenen Bücher, macht, spielt keine Rolle, ob sie Tief genug sind oder nicht, das ist nicht das wichtig. Wichtig, dass er ist vollkommen, vollständig vorbereiteter Teilnehmer des ganzen deutschen sozialen und kulturellen Lebens. Das ist das Wichtigste. Und ja, wenn es irgendwann noch dazu kommen wird und das klappen wird, dass dieser am Anfang schon erwähnte und größere Projekt durchgeführt werde,
dann kann man vielleicht das irgendwie nachholen. Aber das würde sich lohnen und ich muss da. Und hiermit möchte ich gerne meine Rederei beenden. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Kommentare haben, nicht nur dazu, was ich, sondern vielleicht dazu, was Herr Teschebacher gesagt hatte, dann bitte schön. Hat jemand dafür? Gibt's was? Nein? Das ist deine vierte Generation, nehme ich an, oder? На обоих, das ist beidesprachig, das ist nach dem russischen Text, russischer Text ist von deutschem Text gefolgt. Вот сейчас книги, сами книги, я надеюсь, тем из вас, кто здесь присутствует, я не обращаюсь к персонажам этой книги, я надеюсь, что сейчас Ирина Кац торжественно вручит. Die von Paul und von Günter Butsche wurden und von Michael Kretemanik wurden die Interviews aufgezeichnet zu uns. Der Älteste ist wahrscheinlich Lev Beskin. Ist der Lev Beskin? Lev Beskin ist? Brasilianer, oder? Ja, natürlich. Пожалуйста. Komm, knapp, сюда. Dann Emil. Genau. So, jetzt, wie der Paul schon erwähnt hat, bekommt jeder, auch ein Buch. Mhm. Die личные Schicksale Leski Süd получает каждую книжку. Auch ein bisschen Leckereien, was Süßes, Koscher. Und auch Blumen. So, dann ist es Mark Lobobrowski, eigentlich richtig Nerol. Wir nehmen ihn alle Mark. Dann seinen Freund, unser Berdyschewski. So, und den Klaus Tischemacher, der über Sie schon gesprochen hat. Klaus Tischemacher, wo ist der Klaus Tischemacher? Er ist jetzt gerade rausgegangen. Er kommt gleich. Genau. So, haben wir jetzt alle ernannt oder genannt, die da im Saal sind. Die anderen, wir gehen nach Hause zu den Menschen, die krank sind. Zu Sofia Pietra, zu Posner, Nelly Posner, die Eltern, deine Eltern, du bekommst ein Buch, Stellvertretung für deine Eltern, die sind verstorben, die beiden, sind beerdigt auf unserem, auf unserem Friedhof, alten Friedhof in der Elsisser Straße. Da gibt es Eli Krieger, er bekommt dann sein Geschenk später, er ist in, zurzeit in Israel. Zum Besuch von seinen Kindern und Arkadi Weinberg, der auch krank ist. So, jetzt bitten wir auch die Frau Baumann zu uns, dass alle sehen, wie wer dann das ganze Projekt finanziert hat. Und das ist das Gefühl. Und ohne diese Finanzierung gäbe es wahrscheinlich auch kein Buch, weil dafür alles, für alle Projekte brauchen wir ein bisschen was, damit dann die Projekte, der Michael ist, ja, das Buch ist auch, ja, die Frau Baumann bekommt so ein Buch. Dankeschön. Genau, und die Lilia Fuhrmann ist leider nicht da, sie wollte kommen, aber das ist wahrscheinlich mit dem Kind was und genau. Dankeschön. Vielen Dank. Nochmals und der Pater Polian bekommt auch, das Buch hat er schon bekommen als Geschenk auch. Das ist sein eigenes Buch. Und auch, genau. Und auch Blumen. Genau. So, wie der Pater schon gesagt hat, man kann auf unserer Homepage als Datum.
Und so kann man dieses Buch auch lesen, kosten